Ein anderes Thema, das die SPD angesprochen hat, ist, die Menschen werden immer dicker und da macht sich die Fraktion offensichtlich Sorgen. Und es geht um die Verpflegung in Gemeinschafts-, um die Gemeinschaftsverpflegung. Was heißt das konkret? Was soll da passieren? Also es gibt eine Gesellschaft für Ernährung und die hat Qualitätsstandards definiert, wie Ernährung für Kinder aussieht, wie Ernährung für ältere Menschen aussieht. Und wir hätten gerne, dass überall da, wo nicht im privaten Bereich gekocht wird, sondern da, wo Gemeinschaftsküchen sind, dass dieser Standard durchgesetzt wird. Dieser Standard beinhaltet, dass beispielsweise nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Fett und ähnliche Dinge den Menschen zum Essen gereicht werden. Und genau das ist das Ziel, was wir wollen. Es geht nicht darum, Dinge vorzuschreiben, sondern es geht darum, zu beraten und eine ausgewogene Ernährung für die Menschen zu organisieren. Scheitert gesunde Ernährung nicht häufig auch daran, dass die Leute nicht viel Geld dafür ausgeben wollen? Natürlich scheitert gesunde Ernährung oftmals auch daran, dass die Menschen nicht so viel Geld ausgeben wollen. Trotzdem müssen wir wissen, dass die Nahrungsmittel europaweit in Deutschland sehr, sehr günstig sind und damit auch der Teil, den wir für Ernährung ausgeben, sehr oder relativ wenig ist. So muss ich das formulieren. Aber letztendlich sind wir alle dafür verantwortlich, dass wir uns gesund ernähren und wir wollen einfach mit unserer Initiative die Möglichkeit geben, dass die Küchen so kochen können, dass die Menschen sich gesund ernähren können. Und darum geht es uns.